So, und damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, bleiben aber beim Thema Bildung. Es geht um die 28. Novelle des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Das kennen Sie wahrscheinlich unter BAföG. Gerade erst im Sommer gab es ja eine BAföG-Reform, mit der unter anderem der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert wurde und auch die Sätze erhöht wurden. Aber die Bundesregierung möchte jetzt noch mal etwas verbessern, Ihrer Meinung nach, denn während der Corona-Pandemie haben viele Studierende ihre Nebenjobs verloren, weil es eben in der Pandemie natürlich wirtschaftlich auch schwierig war. Und da möchte jetzt die Bundesregierung mit einem Art Notfallmechanismus eingreifen können. Genaueres hören wir jetzt von Rhea Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Und wer das schon einmal gemacht hat, der weiß, dass es im Gebirge zu plötzlichen Wetterumschwüngen kommen kann. 2020 haben die Studierenden in Deutschland einen solchen Wetterumschwung erlebt. Sie befanden sich auf dem Weg zum Gipfelkreuz. Manche von ihnen waren schon auf der letzten Etappe. Andere haben gerade erst angefangen, freuten sich erwartungsvoll auf den Aufstieg. Die Corona-Pandemie schlug ein wie ein Blitz. Deutschland ging in einen monatelangen Lockdown. Bars und Bühnen waren leergefegt. Hunderttausende Studierende verloren ihren Nebenjob. 50% weniger Angebote für Jobs. Der Arbeitsmarkt für Studierende brach ein und damit der finanzielle Boden für ihren Aufstieg. Die jungen Liberalen haben damals zusammen mit den anderen demokratischen Jugendorganisationen der großen Parteien gemeinsam die Öffnung des BAföGs für diese Studierenden gefordert. Kevin Kühnert sitzt da drüben. Wir haben das zusammen gemacht. Ich freue mich, dass du in der Debatte dabei bist. Und übrigens auch die Junge Union war mit dabei, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Denn selbst den jungen Leuten in ihren eigenen Reihen reichte nicht, was ihre Bundesbildungsministerin Karliczek damals zusammenzimmerte. Die Überbrückungshilfe. Die Überbrückungshilfe, die kam zu spät, sie war schnell ausgeschöpft und Sie erinnern sich vielleicht auch nicht, aber die Studierenden, die erinnern sich. Die mussten nämlich mit ihrem Kontoauszug anrücken zu den Studierendenwerken, mussten da zeigen, das Konto ist leergefegt und dann haben sie mit Glück ja 100 Euro bekommen. Wow. Also echte Premiumhilfe powered bei CDU, die konnten sich bedanken. Wir machen das jetzt anders, meine Damen und Herren. Wir schaffen eine dauerhafte rechtliche Grundlage für Einbrüche des studentischen Arbeitsmarkts. Das ist fester Boden, auf dem die Studierenden sicher stehen können. Der Nothilfemechanismus trägt der Realität der Studienfinanzierung in Deutschland Rechnung. Denn die meisten Studierenden, die finanzieren sich entweder über Unterstützung durch ihre Eltern oder das BAföG. Und daneben haben 3/4 der Studierenden einen Nebenjob. Und wenn der aufgrund einer Notlage wegfällt, dann helfen wir in Zukunft mit unserer Neuregelung diesen Studierenden schnell, flexibel und unbürokratisch. Das bedeutet für uns konkret, die Digitalisierung des BAföG, die wir erst vor wenigen Wochen mit der 27. Novelle vorangetrieben haben, die setzen wir mit der Integration des Nothilfemechanismus ins BAföG digital konsequent fort. Wir sorgen damit für zukünftige Krisen der Studienfinanzierung vor, meine Damen und Herren. Und ja, auch jetzt befinden wir uns in einer Krise. Genau richtig, wir befinden uns in einer Krise. Aber die Situation ist eine andere. Wir haben nämlich jetzt, lieber Herr Zornbeck, wir haben jetzt eine Situation, in der nicht der studentische Arbeitsmarkt bedroht ist, sondern alle Menschen in Deutschland, die ächzen unter Inflation und Energiekrise. Und deswegen, Frau Staffler, deswegen brauchst du jetzt passgenaue Lösungen. Das machen wir doch. Etwa zum Beispiel auch für die regulär geförderten BAföG-Empfängerinnen und Empfänger. Die unterstützen wir mit dem Heizkostenzuschuss. Ja, das können Sie ruhig mal anerkennen. Das können Sie ruhig mal anerkennen und brauchen hier gar nicht so rumzuschreien. Mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit denen unterstützen wir diejenigen, die von den Eltern unterstützt werden. Die Erhöhung der Minijobgrenze auf 520 Euro, die Energiepauschale, das hilft den Studierenden, die jetzt einen Minijob haben. Meine Damen und Herren, das ist zielgerichtet. Das kommt bei den Studierenden an und das hilft ihnen durch den kalten Winter. Liebe Damen und Herren, Geld ist aber nicht alles. Der Lockdown, der hat auch zu geschlossenen Hörsälen, zu verwaisten Mensen geführt. Das soziale Leben und Lernen,
Das ist im Studium genauso wichtig wie die Vorlesung und das kam fast völlig zum Erliegen. Und so wie man eine Bergwanderung auch nicht alleine machen sollte, gilt das Gleiche für die Bildung. Und deswegen müssen in diesem Winter die Hochschulen, die Berufsschulen, die allgemeinbildenden Schulen offen bleiben. Keine Lockdown-Spirale. Dafür setzen wir uns ein. Und meine Damen und Herren, auch wenn wir den Nothilfemechanismus heute beschließen, das werden wir ja tun. Ich werde begeistert dafür zustimmen. Aber ich hoffe für meinen Teil sehr, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass wir ihn brauchen. Denn ich hoffe, dass die Studierenden in Zukunft ohne Gewitter den Aufstieg schaffen. Und vielleicht noch ein Kommentar in Richtung Union. Ich empfehle Ihnen, hören Sie doch mal auf Ihre Jugendorganisation. Wir machen das bei den Liberalen so und stimmen Sie dem Gesetz zu. Vielen Dank. Ria Schröder war das, die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, hat hier die Novelle des BAföG-Gesetzes verteidigt. Und jetzt kommt der bildungspolitische Sprecher der Union, Thomas Jatschombek. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es ein Beispiel gibt für ein komplett nutzloses Gesetz, dann ist es das, was hier vorliegt. Ich werde Sie noch erklären. Die Idee und die Intention ist richtig. Die hatten wir auch schon, als wir hier noch in der Regierung waren. Was haben Sie aber daraus, was haben Sie da draus gemacht? Hören Sie mal eine Sekunde zu. Warum ist das Gesetz nutzlos? Wir reden im Ausschuss die ganze Zeit über Notlagen. In diesem Gesetz steht 36 Mal Not. Aber in dieser Notlage und der Krise, die wir offensichtlich haben, wirkt das Gesetz gar nicht. Sie brauchen dafür ein ganz zweites Instrument, diese 200-Euro-Kiste, da komme ich gleich noch drauf. Dieses Gesetz wirkt in dieser Notlage nicht. Es bildet eine Notlage ab, die es vor 2 Jahren gab. Heute haben wir eine ganz andere. Dieses Gesetz, und das ist der vielleicht noch schlimmere Teil, wird aber auch dann nicht funktionieren, wenn eine solche Notlage eintritt. Warum? Es gibt in Deutschland 3 Millionen Studierende. Davon sind 2,5 Millionen keine BAföG-Empfänger. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die sich nicht mehr finanzieren können und hier Hilfe brauchen, dann werden 2,5 Millionen Studierende eine E-Mail mit einer individuellen Begründung ihrer Notlage und, wie es hier gefordert wird, mit Unterlagen, beispielsweise Kündigung ihres Jobs, an ein Amt schicken. Dann sagen Sie mir doch mal, wer soll denn händisch 2,5 Millionen Anträge in irgendeiner akzeptablen Zeit abarbeiten? Das ist völlig unmöglich. So, und ich finde das, ehrlich gesagt, wissen Sie, nach dem Vortrag der Kollegin von der SPD, die uns die ganze Zeit erzählt hat vorhin, warum Digitalisierung in der Bildung Mist ist, wundert mich da nicht besonders viel. Aber dass die FDP... Dass die FDP als die Partei, Frau Ministerin, Sie haben plakatiert, Digital First, Bedenken Second. Sie haben einen vollständig analogen Prozess für 2,5 Millionen Anträge. Das ist doch verrückt. Wir haben einen Änderungsantrag hier heute gestellt. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt, dass diese Anträge digital bearbeitet werden müssen. Den haben Sie im Ausschuss abgelehnt. Ich kann nur sagen, wenn Sie heute wieder gegen die digitale Antragsbearbeitung stimmen, dann gehen Sie bewusst in ein Gesetz, von dem Sie genau wissen, es kann seinen Nutzen überhaupt nicht erfüllen. Kollege Gehring, soll ich mal erklären? Der Antrag ist digital. Ja, der Antrag ist digital, das haben wir eingeführt. Aber alles danach ist nicht mehr digital. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Zum Zweiten, Kollege Gehring, ich darf einmal auf Sie kommen. Sie haben, lieber Kollege Gehring, Sie haben vor ziemlich genau 2 Jahren haben Sie eine Definition einer Trödelministerin hier platziert. Sehr gut, weil nämlich 3 Monate nach Beginn der Krise keine Lösung da war. Jetzt kann ich nur sagen, am 18. Februar hat dieser russische Einmarsch begonnen. Bis heute ist für die Studierenden am Ende nichts rausgekommen. So, und das Ding ist, Sie haben jetzt angekündigt, weil Sie merken, dass dieses Gesetz für diejenigen, die Hilfe brauchen, nicht funktionieren. Haben Sie jetzt angekündigt, dass alle Studierenden 200 Euro bekommen sollen? Wir haben gefragt, wie Sie das denn eigentlich machen wollen. Wir haben damals die Corona-Hilfen mit dem Deutschen Studentenwerk gemacht. Wir hören vom Deutschen Studentenwerk, dass es hier nicht bereit sei. Wir haben von Ihnen bisher nicht erfahren, wie Sie das machen wollen. Und das spricht dafür, dass wir hier in diesem Jahr gar nichts mehr sehen werden.
Wir werden Sie an die Trödelministerin am Ende erinnern. Und eins darf ich Ihnen sagen, wir haben damals gerade mal 6 Wochen gebraucht, um diese Corona-Hilfen hinzubringen. Das ist der Benchmark, an dem müssen Sie sich messen lassen. So. Und Sie haben bei den 200 Euro auch noch einen ziemlich großen Konstruktionsfehler. Nämlich, es sind ja nicht nur Vollzeitstudierende. In diesem Gesetzentwurf heute steht drin, er gilt nur für Vollzeitstudierende. Bei den 200 Euro verhält es sich aber so, dass diejenigen, und ich habe ein Stück im Handelsblatt gefunden, dass ein Student, der jeden Tag von Duisburg nach Köln fährt, der nur eingeschrieben ist für das Studententicket, der spart nach eigenen Angaben in diesem Artikel 2.800 Euro im Jahr, ist Vollzeit beschäftigt und dem geben Sie jetzt noch 200 Euro on top. Das kann ganz sicher nicht richtig sein. Und das ist ja kein Ausnahmefall, sondern ich lese mal weiter, wie das Handelsblatt es schreibt. Da ist angeblich an der Uni Düsseldorf die Zahl bei 8.000 solchen Scheinstudierenden, an der Uni Köln 4.000 solcher Scheinstudierenden und kreuz und quer durch Deutschland. Das heißt, sie wollen 200 Euro an Menschen geben, die am Ende sie überhaupt gar nicht brauchen, weil sie keine Studenten sind. Und da haben Sie noch einiges zu tun. Werden Sie Ministerin der Chancen und nicht der verpassten Chancen. Wie kann Kindern und Jugendlichen am besten geholfen werden, in der Schule wieder voranzukommen nach dieser für sie besonders schwierigen Zeit? Darüber sprechen die Abgeordneten und als Nächste spricht darüber Lena Seitzel, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildungsdebatten in diesem Haus laufen zumindest seitdem ich Mitglied im entsprechenden Fachausschuss bin, irgendwie immer gleich ab. Sie, die Union, werfen unter den Regierungsfraktionen vor, dass wir gar nichts alternativ, zu wenig alternativ alles falsch machen und dass Sie, während Sie das Bildungsministerium geführt haben, dem BAföG zu neuem Glanz verholfen haben. Wir, die regierungstragenden Fraktionen, weisen darauf hin, dass in den letzten 16 Jahren doch einiges liegen geblieben ist und dass wir deshalb innerhalb weniger Monate bereits 2 BAföG-Novellen durch das Parlament gebracht haben und eine dritte in den Startlöchern steht. Und es geht dann immer so hin und her, hin und her. Irgendwann hat die Linke noch mal ein paar Vorschläge. Hin, her, hin, her. Der Mehrwert für die Menschen außerhalb dieses Saales, da oben auf den Tribünen, in den Hochschulen, in den Bildungseinrichtungen im Land, vermutlich gering. Und dabei sollten unsere Ziele doch eigentlich die gleichen sein. Weg von einer rückwärtsgewandten Debatte, wie wir sie gerade auch wieder erlebt haben, hin zu mehr Lösungsorientierung, einer konstruktiven Fehlerkultur, um jungen Menschen eine möglichst sorgenfreie Ausbildung zu ermöglichen. Und das tun wir mit dieser 28. BAföG-Novelle. In Zeiten, in denen quasi stündlich eine neue Krise die Schlagzeile bestimmen, leisten wir Krisenvorsorge. Wir treffen damit die notwendigen Vorkehrungen, wenn der ausbildungsbegleitende Arbeitsmarkt zusammenbricht und damit die Nebenjobs von SchülerInnen und Studierenden wegfallen. Dann öffnen wir das BAföG für alle, unabhängig von den gängigen BAföG-Kriterien wie Elterneinkommen oder dem eigenen Vermögen. Mit diesem Gesetz geben wir jungen Menschen die Sicherheit, dass sie im Ernstfall nicht allein gelassen werden, sondern dass sie von der Solidargemeinschaft während ihrer Ausbildung unterstützt werden. Wir machen das BAföG damit krisenfest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass der Nothilfemechanismus nicht zum Tragen kommen muss, diese Novelle ermöglicht es uns, endlich vor die Krise zu kommen und nicht mittendrin eilig nachbessern zu müssen. Deshalb war es uns als SPD-Fraktion auch so wichtig, dass die Nothilfe zeitnah und unbürokratisch ausgezahlt werden kann. Und jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass der Nothilfemechanismus selbstverständlich kein Allheilmittel für alles ist. Er ist dafür gedacht, temporäre arbeitsmarktbedingte Krisen für Menschen in Ausbildung abzufedern, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden und eine planbare, zuverlässige und niedrigschwellige Hilfe zu ermöglichen. Für alle weiteren Krisen und Herausforderungen, vor denen zahlreiche junge Menschen im Moment stehen, braucht es andere Antworten.
Und wir als Ampelkoalition geben diese Antworten. Wir haben mit der im August erst in Kraft getretenen 27. BAföG-Änderung nicht nur den Kreis der Berechtigten deutlich vergrößert, sondern auch die Bedarfssätze angehoben. Wir haben den Heizkostenzuschuss geöffnet für BAföG-EmpfängerInnen. Wir haben im Rahmen des jüngsten Entlastungspakets Einmalzahlung für alle Studierende beschlossen. Die Minijobgrenze wurde erhöht. Die Energiepreispauschale wurde eingeführt. Wir werden noch in dieser Legislaturperiode die größte Strukturreform seit der Einführung des BAföGs auf den Weg bringen. All das leisten wir. Und wenn Ihnen das alles zu wenig ist, liebe Unionsfraktion, dann freue ich mich auf die konstruktive Zusammenarbeit und die weiteren Ideen Ihrerseits zur Unterstützung der jungen Menschen in unserem Land. Uns als Ampelkoalition haben Sie für diese Ziele ganz sicher auf Ihrer Seite. Vielen Dank. Lina Seitzel war das. Und der Bundestag hat heute auch wieder über einen Stellvertreter der Bundestagspräsidentin abgestimmt. Da wurde Michael Kaufmann von der AfD aufgestellt, hat aber die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht bekommen. Jetzt spricht er hier im Plenum aber zur Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, werte Frau Ministerin. Mit der 28. Änderung liegt uns in kurzer Folge schon wieder eine Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vor. Es wäre schön, wenn das Ministerium diesen Eifer wenigstens teilweise den Problemen in unseren Schulen und der Sicherung des Forschungsstandorts Deutschland widmen würde. Natürlich brauchen Studenten in einer Notlage Unterstützung. Um zu verhindern, dass sie ihre Lebensträume begraben und aus finanziellen Gründen das Studium abbrechen müssen. Denn damit wurde gleichzeitig wertvolles Potenzial vernichtet. Der vorliegende Gesetzentwurf ist dafür jedoch nicht das geeignete Mittel. Man hat den Eindruck, dass der Text mit heißer Nadel gestrickt wurde. Oder, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, ist dieser Gesetzentwurf vielleicht Teil Ihrer Vorbereitung auf erneute Lockdown-Maßnahmen? Das würde dann auch die ungewöhnliche Eile erklären. Ich stelle fest, Studenten sind in den letzten Jahren nicht durch eine Krankheit, sondern durch die umstrittenen und überzogenen Corona-Maßnahmen in Not geraten. Und nun legen Sie mit diesem Entwurf die nächste Gesetzesvorlage vor, in der ein kommender Notstand mit weitreichenden Grundrechtseinschränkungen wie selbstverständlich vorausgesetzt wird, unterstrichen noch durch die angebliche Eilbedürftigkeit der Gesetzesvorlage. Selbst wenn man die Notwendigkeit dieser Gesetzesänderung anerkennen wollte, was wir nicht tun, krankt der vorliegende Entwurf an zahlreichen handwerklichen Fehlern. Diese Fehler hat nicht zuletzt der Bundesrechnungshof ausdrücklich gerügt. Da ist zunächst die Tatsache, dass der vorgesehene Notfallmechanismus zu schwerfällig und langwierig ist. Im Falle einer echten Notlage könnte die unmittelbar notwendige Hilfe so erst nach Wochen oder gar Monaten erfolgen. Viel zu spät. Zweitens. Der Entwurf sieht vor, die Förderung nach Ablauf von 6 Monaten unterschiedslos nur noch als Darlehen zu gewähren. Damit würden sogar Schülerinnen und Schüler, womöglich noch minderjährig, in die Zwangslage gebracht, sich noch vor Eintritt in das Erwerbsleben in erheblichem Umfang verschulden zu müssen. Drittens ist dieser nach 6 Monaten vorgesehene Bruch in der Förderung für Schülerinnen und Schüler, wie der Bundesrechnungshof betont, auch verfassungsrechtlich fragwürdig. Und viertens, schließlich würden auch Personen in den Genuss der Förderung kommen, die darauf gar nicht angewiesen sind. In Verbindung mit dem möglichen Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung wären damit Leistungsmitbrauch und Mitnahmeeffekten Tür und Tor geöffnet. Zielgerichtet und schnell ist da nichts, Frau Schröder. Vor allem aber fehlt es dem Entwurf an klaren Kriterien für die Notlage und die Bedürftigkeit der Leistungsempfänger. Wir fordern Sie daher auf, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück. Kehren Sie zurück zum bewährten Prinzip, dass das BAföG für Auszubildende aus sozial schwächeren Familien Chancengleichheit bieten soll. Das setzt zwingend voraus, dass die Leistungsfähigkeit der Eltern
und vorhandenes Vermögen angemessen berücksichtigt werden. Im Falle einer wirklichen Notlage kann der Bundestag auch im Rahmen der geltenden Regeln schnell und zielgerichtet reagieren. Dazu bedarf es keiner Generalermächtigung der Bundesregierung, die analog zum unsäglichen Missbrauch des Infektionsschutzgesetzes bei vielen Details im Wagen bleibt und zudem erschreckend unausgegoren ist. Danke. Michael Kaufmann hat sich hier gegen diesen Gesetzentwurf ausgesprochen, denn die Bundesregierung möchte eben ermächtigt werden, wenn eine bundesweite Notlage festgestellt wird, den Personenkreis der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger zu erweitern. Und wenn dort auch ein negativer Einfluss auf den Arbeitsmarkt in bestimmten Tätigkeiten sichtbar ist. Nina Stahr jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Das BAföG ist seit Jahrzehnten eine echte Erfolgsgeschichte, die Zugang zu Bildung unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ermöglicht. Es ist eines der wichtigsten Instrumente zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit, und deswegen haben wir uns als Ampel in diesem Bereich auch viel vorgenommen, und wir liefern. Wir schreiben diese Erfolgsgeschichte fort, und mit der jetzigen Novelle zeigen wir, dort, wo es nötig ist, passen wir sie an und ergänzen sie. Und da möchte ich, Herr Jatzombeck, mal mit den Unwahrheiten aufräumen, die Sie hier verbreiten. 9-Euro-Ticket, Strompreisbremse, all das hilft natürlich auch Studierenden. Fast 3/4 der Studierenden haben einen Nebenjob und haben deswegen auch von der Energiepreispauschale aus dem ersten Entlastungspaket profitiert. Und wir haben natürlich als Ampel auch gezielt Studierende unterstützt, beispielsweise mit dem Heizkostenzuschuss. Und im jetzigen Entlastungspaket mit der Einmalzahlung von 200 Euro unterstützen wir weiter Studierende und FachschülerInnen. Wir tragen eben auch Sorge dafür, dass in künftigen Notlagen Vorsorge getroffen ist. Mit dem Nothilfemechanismus ziehen wir die richtigen Lehren aus dem bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und schaffen Prävention für den Notfall. Sollte es in Zukunft Einbrüche auf dem studentischen Arbeitsmarkt geben, wird dieser Rettungsschirm greifen. Unterstützt werden SchülerInnen und Studierende, deren Nebenjob weggebrochen ist und die bisher kein BAföG bekommen haben. Und das ganz bewusst unabhängig vom Elternhaus. Denn eins unserer großen Ziele dieser großen BAföG-Strukturreform ist es, das BAföG elternunabhängiger zu gestalten. Und das zeigt sich auch in diesem Reformschritt. Wir gießen diese Unterstützungsmaßnahme ganz bewusst in Gesetzesform, um jetzt Vorsorge zu leisten und um Prozesse zu beschleunigen, wenn es darauf ankommt. Denn in den Krisensituationen, da muss das Geld schnell fließen und es darf keine Zeit verschwendet werden mit dem Schnüren komplizierter Hilfspakete. Ein großer Erfolg bei der 28. Novelle ist für uns Bündnisgrüne, dass alle sich in förderfähigen Ausbildungen befindenden SchülerInnen und Studierenden vom Nothilfemechanismus profitieren können. Denn niemand sollte aufgrund externer Schocks dazu gezwungen sein, seinen Bildungsweg abbrechen zu müssen. Auch das ist Bildungsgerechtigkeit. Und letzter Punkt zum Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Dieser Schritt der BAföG-Reform, das ist noch lange nicht der letzte. Mit der Studienstarthilfe werden wir gezielt Studierenden aus Bedarfsgemeinschaften den Start ins Studium erleichtern. Und wir werden regelmäßige BAföG-Anpassungen umsetzen. Wir werden für den Studienfachwechsel erleichtern und die Förderhöchstdauer anpassen. Ich freue mich, dass wir heute einen weiteren wichtigen Schritt gehen, um das BAföG im Sinne der Bildungsgerechtigkeit zu erweitern. Und ich verspreche, die nächsten Schritte werden folgen. Vielen Dank. Die bildungspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Den Grünen im Bundestag, Nina Stahr, war das. Und als nächstes spricht Nicole Gohlke, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss natürlich der jetzigen Bundesregierung wirklich erstmal zugutehalten, dass sie für den Fall einer Notlage wie der Corona-Pandemie im BAföG eine Nothilferegelung fest verankern möchte, weil Herr Jatzombeck, das es eben schon war, die letzte Bundesregierung hat das nicht gemacht, hat sich verweigert, hat das Problem verschleppt und stattdessen kamen sie eben mit dem Provisorium der sogenannten Überbrückungshilfe um die Ecke. Da traut man sich jetzt mehr und das ist natürlich gut so. Aber was jetzt?
Ja, das stimmt. Aber was jetzt nämlich als Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt, ist halt eben leider auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Es wirkt im Ganzen eher wie so eine Verschlimmbesserung der Überbrückungshilfe. Und die Sachen, die dort schon fest geregelt waren, die wirft man dann auch wieder über Bord. Und das verstehe ich natürlich nicht. Es wirkt leider im Ganzen auch ein Stück weit wie die Fortsetzung der Politik des Bildungsministeriums, die Nöte und Lebensrealitäten der von jungen Menschen nicht sonderlich ernst zu nehmen. Und ehrlich gesagt, das ist natürlich nicht sonderlich gut, weil das verspielt weiter Vertrauen in die Politik. Und das kann man sich nicht erlauben und auch nicht bei der jungen Generation. Der Entwurf der Bundesregierung regelt wenig konkret. Er lässt eigentlich alles Wesentliche offen. Die Bundesregierung kann dann einiges machen, muss es aber auch nicht. Und das erfährt man dann eben auch erst, wenn die Katastrophe schon eingetreten ist. Und es ist eben nicht wahr, dass so ein Verfahren besonders viel Planungssicherheit herbeiführt, sondern Sie fangen dann erst an zu definieren, wer eigentlich was bekommt. Sie hätten aber bereits jetzt zusichern können, dass für die Dauer einer bundesweiten Notlage die Altersgrenzen, die Regelstudienzeit, der Nachweis über das Vollzeitstudium oder dass Leistungsnachweise ausgesetzt werden. Warum tun Sie das nicht einfach? Das würde Verlässlichkeit schaffen, das würde Rechtssicherheit schaffen. Und warum öffnen Sie die Nothilfe nicht für alle Studierenden, wie es eben auch das Deutsche Studentenwerk fordert? Ich meine, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der vielen internationalen Studierenden, die Sie jetzt mit dieser Regelung außen vor und damit auch im Regen stehen lassen. Eine Notfalllage in Deutschland macht um diese Menschen keinen Bogen. Das ist absurd, dass Sie das so regeln, und das müssen Sie den Betroffenen wirklich erst mal erklären. Und dann stellt sich auch noch die Frage eben nach dem Ablauf dieses Notfallmechanismus. Und da schlagen Sie ein sehr umfangreiches und zeitfressendes Verfahren vor, das abgespult werden muss, bevor die Betroffenen überhaupt einen einzigen Cent sehen. Das liegt daran, dass man dann erst anfängt zu definieren, wer eigentlich was bekommt. Das geht an den tatsächlichen Realitäten einer Not- und Katastrophenlage ziemlich vorbei. Und mein letzter Punkt: Warum setzen Sie wieder, zumindest nach 6 Monaten, auf diese unsoziale Form des Darlehens und treiben damit junge Menschen in die Verschuldung? Das ist unverantwortlich, und es ist tatsächlich so, dass schlimmstenfalls sogar minderjährige Schülerinnen und Schüler und Azubis nur mit Darlehen unterstützt werden und in diesem Alter schon in der Schuldenfalle landen. Das ist völlig unverantwortlich. Kolleginnen und Kollegen, Sie vergeben die Chance, einen Notfallmechanismus im BAföG wirklich passgenau und verbindlich zu gestalten. Wie das gehen kann, hat DIE LINKE in ihrem Entschließungsantrag vorgelegt. Und insbesondere mit Blick auf aktuelle und weitere Notlagen fordern wir: Gestalten Sie das BAföG endlich existenzsichernd, weiten Sie den Kreis substanziell aus. Das wäre die beste Grundlage, auch in Notlagen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Caroline Wagner. Sie sitzt im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, werte Damen und Herren! Aus den Debatten zum BAföG-Novellen der letzten Monate wissen wir, nur noch 11% der Studierenden beziehen heute überhaupt BAföG. Der Reformstau beim BAföG hat dieses leuchtende Förderinstrument fast zum Erlöschen gebracht. Aktuell sind wir dabei, den Funken von damals, als Willy Brandt vor gut 50 Jahren das BAföG eingeführt hat und das damals 40% der Studierenden ein Studium überhaupt erst ermöglichte, wieder zum Glühen zu bringen. Und wir arbeiten daran, um aus dem noch vorhandenen Funken wieder ein Feuer zu entfachen. Wir wollen Menschen befähigen und Begabungen fördern. Der Geldbeutel der Eltern darf nicht den Ausschlag geben, wer studieren darf und wer nicht. Das ist bildungspolitischer Leitgedanke der Sozialdemokratie, und da setzen wir an. Die Ampelkoalition schafft Chancen, nicht nur für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für die Familien, für die Rentnerinnen und Rentner, sondern eben auch ganz speziell für die Auszubildenden, die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden. Neben der ersten BAföG-Reform, mit der der Funke wieder entzündet wurde, schaffen wir mit der vorliegenden 28. Novelle einen Notfallmechanismus. Das heißt, wir sorgen vor, und zwar für kommende Krisensituationen auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben es heute schon gehört: Zu Beginn der Pandemie sind Hunderttausende studentischer Jobs von heute auf morgen einfach weggebrochen. Zahlreiche Studierende gerieten unvorbereitet in finanzielle Notlagen, gar in existenzielle Lagen. Viele wussten nicht, ob sie ihr Studium fortsetzen können oder nicht. Und ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen in den Studienberatungen damals diese Sorgen tagtäglich hörten, aber über Monate lang über keine Hilfen informieren konnten.
Werte Kolleginnen und Kollegen, diese dramatische Situation darf sich nicht wiederholen. Daher lernen wir aus dieser Erfahrung und machen das BAföG resilienter, widerstandsfähiger gegen künftige Krisen. Und es ist unser Anspruch als SPD und als Ampelkoalition, für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes die Basis zu stärken und nicht nur einseitig jenen Chancen zu geben, die es sich finanziell leisten können. Dafür ist noch mehr zu tun, das wissen wir, und das werden wir auch rasch anpacken. Mit dem Notfallmechanismus schlagen wir heute eine Brücke über die Gräben potenzieller Krisen, auf der die Studierenden sicher weitergehen können, wenn unter ihren Füßen alles wegbricht. Werte Kolleginnen und Kollegen der Union, wenn Sie klagen, dass der Notfallmechanismus nicht die aktuelle Härte um die Energiekosten auffängt, dann ist es scheinheilig, denn es ist doch Ihr CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der die Blockade für das dritte Entlastungspaket im Bundesrat androht. Und genau in diesem Entlastungspaket stehen viel mehr Maßnahmen drin, Herr Jarzombek, als die 200 Euro, die Sie rausgepickt haben. Und es ist Ihr CSU, Markus Söder, der alles blockiert, was uns aus der Energiekrise herausbringt. Die Energiewende, jedes einzelne Windrad in Bayern, das Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket und so weiter und so fort. Hören Sie endlich auf mit Augenwischerei. Die Zeiten verdienen echte Antworten, und die geben wir. Vielen herzlichen Dank. Als nächste erhält das Wort Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anders als die Kollegin Schröder war ich im Sommer leider nicht wandern. Ich habe die Wochen dafür genutzt, um mit Studentenvertretern ins Gespräch zu kommen. Und ein Satz ist mir dabei ganz enorm im Gedächtnis geblieben. Und zwar der Satz: Krise ist mehr als nur Jobverlust. Ja, lassen Sie den Satz mal ruhig sacken. Weil genau da nämlich der Schwachpunkt in Ihrem Notfallmechanismus, den wir heute diskutieren, ist. Der greift nämlich genau erst dann, wenn es erhebliche Nachfrageeinbrüche auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und das heißt nicht, explizit nicht in der aktuellen Situation, in der die Lebenshaltungskosten und die Energiepreise immer weiter steigen. Das bedeutet, wir sprechen heute über ein Instrument, welches in den kommenden Monaten, wo es ganz hart wird für unsere Studenten, überhaupt keine Rolle spielen wird. Schlimm genug. So, und jetzt haben Sie heute hier mehrfach ausgeführt, dass Sie ja ganz viele andere Maßnahmen beschlossen haben, um die Studenten in der Krise zu unterstützen. Ganzen Haufen Maßnahmen, zum Beispiel die Heizkostenpauschale, die ja aber nur die BAföG-Empfänger bekommen, nicht die anderen. Oder die Einmalzahlung von 200 Euro. Von der Sie aber nicht wissen, wie sie ausgezahlt werden soll, geschweige denn, wann sie endlich ausgezahlt werden soll. Man hört ja, der Plan ist der 1.1. Eins kann ich Ihnen an der Stelle jetzt schon mal sagen. Nächstes Jahr wird definitiv deutlich zu spät sein für die vielen Studenten, die heute ja schon nicht wissen, wie sie am Ende des Monats sich noch Lebensmittel kaufen sollen oder dergleichen. Es ist beschämend, was Sie hier auf dem Rücken der Studenten austragen und abliefern. Beschämend. Ja, ich weiß schon, Sie haben so viel für die Studenten getan. Sie haben ja allein schon 2 BAföG-Novellen in dieser Legislaturperiode jetzt auf den Weg gebracht. Sie haben eine dritte angekündigt, während wir ja nur eine Novelle innerhalb von 4 Jahren gemacht haben, auf den Weg gebracht haben. Aber soll ich Ihnen mein Geheimnis verraten an der Stelle? Wir haben nebenher auch noch ein paar andere Themen gemacht. Bei Ihnen ist da bislang absolute Fehlanzeige, und davon abgesehen, Qualität ist besser als Quantität, und an Qualität mangelt es an der Stelle deutlich. Jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal diesen aktuellen MLP-Studentenwohnreport an. Der ist gestern veröffentlicht worden. Wir schreien es halt nicht so rum, hören es halt zu. Also, der MLP-Studentenwohnreport, gestern veröffentlicht worden, bescheinigt einen dramatischen Mietanstieg, der Wohnungen für Studenten um bis zu 18,5% verteuert. Wir erinnern uns mal gemeinsam an die Debatte zur letzten BAföG-Novelle. Da haben Sie den Wohnzuschlag für auswärts wohnende Studenten um 10% erhöht. Also 10% erhöht bei einer 18,5% verteuerten Wohnungen. Mal in die Runde gefragt.
Haben Sie eine Ahnung, in wie vielen deutschen Hochschulstädten man mit diesem Wohnzuschlag überhaupt sich noch eine Durchschnittsmiete leisten kann? Haben Sie eine Ahnung? Zwei. Es sind genau zwei deutsche Städte. Zwei deutsche Städte. Es ist schlichtweg nicht ausreichend, was Sie hier abliefern. Sondern dass Sie das BAföG erhöht haben, ja, das war richtig, das war dringend nötig in der Situation, in der wir sind. Aber die 5,75% Erhöhung der Bedarfssätze sind halt von der Inflation leider auch schon wieder aufgefressen. Und genau deswegen hat auch das Deutsche Studentenwerk als Reaktion auf den Studentenwohnreport geschrieben, dass der Mietanstieg für Studenten eine existenzbedrohende soziale Notlage bedeutet. Und da sind wir ja wieder genau bei dem Begriff, liebe Kolleginnen und Kollegen, Notlage, aber halt leider die falsche Notlage an der Stelle. Deswegen jetzt nochmal zu Ihrem Notfallmechanismus. Wir haben im Juli dazu eine öffentliche Anhörung gehabt. In der haben die Sachverständigen durchaus lobende Worte für den Mechanismus an sich gefunden, dass es den geben soll, aber eben auch deutliche Kritik geäußert, zum Beispiel am mehrstufigen Verfahren, das es im Vorfeld braucht. So, deswegen jetzt die Frage, haben Sie sich im Sommer mal hingesetzt und die Kritik angenommen? Bei der Kollegin Schröder wissen wir das, die war wandern, aber nein, auch der Rest hat es nicht getan. Haben Sie die angemahnten Änderungen am Mechanismus umgesetzt? Nein, das haben Sie nicht getan. Werden die internationalen Studenten, die Auslands-BAföG beziehen, berücksichtigt? Nein, auch die werden nicht berücksichtigt. All diese Dinge haben Sie aus der Anhörung heraus nicht berücksichtigt. Und da kommt bei uns die Frage auf, wo stehen denn die Studenten überhaupt in ihrer Prioritätenliste? Ja, ganz. Und wir verlassen die heutige Sitzung des Bundestags, weil natürlich wir auch Ihnen die Tagesschau nicht vorenthalten wollen. Morgen sind wir dann aber natürlich wieder hier aus dem Bundestag für Sie da ab 8.45 Uhr. Unter anderem geht es dann um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Und dort starten wir den Tag um 8.45 Uhr mit Sepp Müller von der CDU und Heike Behrens von der SPD im Interview.